Moin. Heute ist mal nicht ganz so schönes Wetter und ich habe mir aber mal gedacht, ich fahre trotzdem mal los. Ich bin ja eigentlich immer so ein Schönwetterfotograf und vergesse aber immer wieder, dass man auch mal bei grauem Himmel auch mal geile Bilder machen kann. So, dass man zum Beispiel, ich bin ja viel am Wasser unterwegs, ich mag ja immer diese Strukturen im Wasser. Und dass ich da dann mal Langzeitbelichtung mache. Und das ist tagsüber natürlich, finde ich, am schönsten, wenn man Mistwetter hat oder Schietwetter, wie man bei uns im Norden so sagt. Und ich bin deswegen jetzt mal nach Fehmarn gefahren. Ich bin jetzt ganz oben an der Spitze, da wo die Fähre nach Dänemark rüberfährt. Und da ist so eine Mole, und wenn man sich die mal mit Google Earth anguckt, dann sieht das aus wie so zwei Hummerscheren. Und da möchte ich mal gucken, ob ich diese eine Mole zumindest, ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriege, dass ich eigentlich nur eine Mole auf dem Bild habe und die dann so richtig lange belichte, mehrere Minuten, sodass ich das Wasser wie eine Betonplatte habe und den Himmel auch schön glatt gezeichnet. Jo. Ich habe jetzt natürlich alles mitgenommen, außer mein Tele. Das nehme ich eigentlich äußerst selten mit. Und jo, ich werde gleich mal losgehen und einfach mal gucken, was da so machbar ist. Und ihr dürft mir dabei schön über die Schulter gucken. Viel Spaß! So, ich bin jetzt hier vorne angekommen und ich hoffe mal, ihr könnt mich auch hören, weil es ist doch ein bisschen windiger und neben mir ist gerade die Fähre abgelegt oder hat abgelegt und fährt rüber nach Dänemark, während da hinten schon die nächste wieder kommt. Ich werde mich jetzt hier mal so aufbauen, dass ich eine führende Linie habe in das Bild, werde dann vielleicht mal so 6, 7, 8 Minuten belichten, damit ich die Fußgänger nicht im Bild habe und gucken wir mal, was draus wird. So, ich baue euch das mal auf. So, hinter mir steht meine Kamera und ich habe jetzt ein 0,6er Medium-Filter drauf dazu. Ein ND, keine Ahnung. 32.000-fach und belichte jetzt 8 Minuten und hoffe mal, dass das was wird. Es ist mir gerade eben schon die Fähre durchs Bild gefahren, aber das wird man vielleicht gar nicht sehen. Bin mal gespannt. Auf jeden Fall werde ich hier viel Geduld haben müssen, weil ich muss ja noch die Rauschunterdrückung danach noch machen. Also das sind noch mal 8 Minuten. Und ja, da muss man halt durch, ne? Ja, das Ergebnis ließ jetzt doch leider ein bisschen zu wünschen übrig, finde ich. Himmel ist jetzt eigentlich schon sehr platt. Wahrscheinlich hätte ich vielleicht doch nicht so lange belichten müssen. Vielleicht sollte ich es nochmal mit 4 Minuten probieren. Das werde ich jetzt nochmal machen. Und dann werde ich gleich nochmal auf die andere Seite des Fußwegs von der Mole gehen. Dann kann ich nämlich da, vielleicht habe ich da noch eine schönere Perspektive. Da muss ich mal gucken. Ich hoffe, ihr könnt mich auch wirklich alle verstehen hier. Das ist nämlich extrem windig hier. Also Film am Sturm ist echt schwierig. Ja, im Moment spiele ich hier gerade ein bisschen mit der Belichtungszeit rum und versuche gerade zu gucken, welchen Filter soll ich denn jetzt verwenden für 4 Minuten. Und
zwar hätte ich jetzt die Auswahl zwischen dem ND 4.5, den ich ja eben schon drauf hatte. Dafür müsste ich aber die Blende ein bisschen weiter öffnen. Gut, ist jetzt nicht das Problem. Oder den Haider ND 3.6 mit 4000-fach. Allerdings müsste ich da auf ein 15 Sekunde runter. Dazu muss ich die Blende zu weit schließen. Also habe ich jetzt die Wahl, also gar keine Wahl eigentlich. Ich muss den 4.5er wieder verwenden. Gut, also gucke ich jetzt mal, ich gucke jetzt mit der App, welche Belichtungszeit ich brauche, damit ich 4 Minuten Belichtungszeit komme und damit ich dann die entsprechende Blende einstellen kann. Und zwar habe ich hier meine App, die nennt sich ND-Kalk 2 und da stelle ich jetzt mir ein, den Filter, den ich habe, das ist der ND 4.5. Ich weiß nicht, das könnt ihr wahrscheinlich überhaupt nicht sehen. Und gucke mal, dass ich um die 4 Minuten hinbekomme. So, 4 Minuten 8 Sekunden. Das wäre, dann muss ich jetzt die Kamera ohne Filter so einstellen, dass ich auf ein Hundertstel komme. Gut, das machen wir mal. So, das hat jetzt ergeben 1/100 Sekunde bei Blende 11. Also mache ich jetzt gleich wieder den gleichen Filter rein, den ich eben schon mal drin hatte und belichte dann knapp 4 Minuten. Allerdings muss ich immer wieder, die Sonne kommt immer so ein bisschen raus. Ich glaube, das lockert sich allmählich auf. Vielleicht kriegen wir heute Abend noch einen Sonnenuntergang irgendwo hin. Mal schauen. Das war jetzt leider nicht ganz so, wie ich es mir erhofft hatte. Das Wetter wurde leider immer besser. Irgendwie habe ich immer ein Problem mit dem Wetter. Wenn ich schlecht haben will, wird es schön. Wenn ich schön haben will, wird es schlecht. Ja, so ist das. Was bedeutet das? Ich werde nochmal hierher fahren. Mal gucken, wann es die nächste Chance so gibt. Falls ich denn nichts Besseres zufällig finde. Ja, mal sehen, was aus diesen Bildern überhaupt geworden ist, ob man was draus machen kann. Ich werde das Ganze in Lightroom mal durchjagen und mal gucken. Und entweder hänge ich hier gleich ein Bild dran oder auch nicht. Mal schauen. So, jetzt muss ich mich mal selbst unterbrechen. Und zwar gibt es von dieser Location heute wohl echt kein Bild zu sehen. Ich habe mir die Bilder jetzt hier in Lightroom mal angeguckt und es ist nicht das, was ich wollte. Also, wenn wir hier mal schauen, die Schatten an den Kantsteinen sind zu hart. In den Wolken ist eigentlich überhaupt keine Zeichnung mehr drin. Das ist natürlich richtig. Da ich hier 480 Sekunden belichtet habe, kann man natürlich nicht erwarten, dass es alles noch super toll aussieht. Aber am Ende des Videos werde ich euch zeigen, dass es wirklich geht. Aber wie ihr seht, hier überall zu harte Schatten. Das Licht war eigentlich auch viel zu hart. Das habe ich ja vor Ort schon gemerkt, dass die Sonne immer wieder rauskam und das ist wirklich nicht das, was ich wollte. Deswegen will ich mal sagen, ist das eine Fototour, die misslungen ist. Aber um euch nicht leer ausgehen zu lassen, ich war an demselben Abend noch mit zwei Freundinnen unterwegs. Und da waren wir in Kelnhusen an der Seebrücke und genau da habe ich das Licht gehabt, was ich wollte. Hatte schönen grauen Himmel. Ich hatte trotz Langzeitbelichtung noch richtig gut Zeichnungen in den Wolken, die so schön dynamisch wirkt. Und das blende ich euch gleich mal ein. Auf Wunsch kommen jetzt auch mal ein paar EXIF-Daten, beziehungsweise welche Filter ich verwendet habe. Das hatten sich vereinzelt ein paar Zuschauer gewünscht. Und das werde ich euch jetzt auch beim Bild einblenden. Gut, das war die kurze Unterbrechung. Weiter geht's
aus dem Auto. Gut, danke schön fürs Zusehen. Danke schön, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss, euer Dennis.